Was schwimmt denn da? Ah, ist dem was passiert? Nee, der lebt noch. Ist ja auch nur irgendwie Freizeitbeschäftigung, nicht? Ah, ich verplaudere mich hier. Dabei müsste ich schon längst zurückrudern. Ich bin nämlich nicht alleine hier in diesem Paradies. Tante Clara sitzt vorm Zelt und macht Nudelsalat. Sie wollte unbedingt mit. Tante Clara sagt immer, Peter, sagt sie, du isst nicht genug oder das Falsche. Und dann kocht sie für mich. Ja, und diesmal macht sie Nudelsalat. Und der ist sicher gut. Aber wenn ich nicht rechtzeitig komme, dann gibt's Ärger. Wie weit ist sie denn damit? Oh, mal sehen. Na nu? Was ist denn mit der Tante passiert? Die hat irgendwas, da muss ich hin. Ja, Tante Clara. Sag mal, Peter, wo hast du mich denn hingelockt? Das ist ja lebensgefährlich hier. Wieso denn hingelockt? Du wolltest doch unbedingt mitkommen. Damit du endlich mal was Anständiges zu essen bekommst bei deiner ewigen Naturforscherei. Konnte ja nicht ahnen, dass das hier so lebensfeindlich ist. Lebensfeindlich? Was soll denn hier gefährlich sein? Ja, die sind doch hier überall. Teufelsnadeln. Teufels was? Teufelsnadeln, Drachenfliegen. Ich weiß gar nicht, was du damit meinst, Tante Clara. Ich sehe nichts. Da! Da ist schon wieder eine. Hm? Ach, Libellen, meinst du? Hm. Ja, weißt du denn nicht, wie gefährlich die sind? Das sieht man doch schon an dem langen Stachel. Also erstmal, Tante Clara, Libellen sind gar nicht gefährlich. Und zweitens, sie haben gar keinen Stachel. Was? Kein Stachel? Die bestehen doch nur aus Stachel, diese Monster. Schon mein Großvater hat gesagt, Clara hat er gesagt, hüte dich vor Teufelsnadeln, die sind giftig. Lecker. Hast du denn schon jemals gehört von jemandem, der von einer Libelle erstochen wurde? Nee, ich halte mich auch von ihnen fern. Na, Gott sei Dank fliegen sie jetzt nicht in meinen Nudelsalat. Du, Peter, lauf nicht zu weit weg. In einer Viertelstunde gibt's Mittagessen. Ja, schon gut, schon gut. Die Tante Clara. Manchmal ist sie ja etwas anstrengend. Besonders, weil man dauernd bei ihr was essen muss. Und dann ihre Angst vor Libellen. Teufelsnadeln, Drachenfliegen. Ich möchte mal wissen, warum die so heißen. Dabei sind sie so schön. Und wie die fliegen können. Ein Hubschrauber ist doch nichts dagegen. Man müsste fliegen können. Ja. So wie eine Libelle.